Hey Leute, NeoStrix hier und heute zeige ich euch, wie ihr eine sehr, sehr einfache Tintenfischfarm bauen könnt. Ich würde sagen, fangen wir sofort an mit dem Video. Hier könnt ihr einmal sehen, welche Materialien ihr braucht. Das ist wirklich nicht besonders viel. Hier bei den Glasblöcken, da könnt ihr auch irgendwelche anderen temporären Blöcke benutzen, die ihr habt. Zum Beispiel Erde oder sowas. Was ihr auf jeden Fall braucht, sind Allays. Zwei am besten. Das ist optimal. Wenn ihr mehr habt, geht auch, aber mit zwei habe ich so die besten Testerfahrungen gemacht. Und dann, damit ihr den Allays auch Items in die Hand geben könnt, braucht ihr auch zwei Inksacks, damit die das ganze Zeug dann auch einsammeln. Was ihr dann noch braucht, ist ein Unterwassertempel. Wir fangen einmal an, indem wir uns hier eine der vier Ecken von hier oben aussuchen. Ein guter Tipp, wenn ihr im Survival hier unterwegs seid, nehmt am besten einen Unsichtbarkeitstrank mit, damit ihr hier nicht von den Kollegen gesehen werdet. Ist eine Option, oder ihr habt gute Ausrüstung und euch interessiert nicht, wenn ihr abgeschossen werdet. Das geht auch. Wir bauen jetzt erstmal zwei Blöcke hier hoch, so dass wir genau auf der Wasseroberfläche hier stehen können. Und dann nehmen wir zwei Observer, bauen uns hoch und dann müssen wir den unteren Observer einmal umdrehen, so dass die sich gegenseitig anschauen. Könnt ihr auch kontrollieren, weil dann sollte hier hinten der rote Punkt permanent blinken. Die beiden können wir wieder entfernen und hier oben drauf kommt dann einmal ein Notenblock. Der ist später dafür da, dass die Allays die ganze Zeit immer hier wieder hinkommen und ihre Items hier auch hinwerfen. Dann brauchen wir jetzt nochmal hier vorne einen temporären Block an dem Notenblock, aber das können wir auch am besten in die Richtung hier machen, denn jetzt kommt hier einmal eine Doppelkiste hin. Eine Kiste wird auch gehen, aber dann habt ihr nur kürzer Zeit AFK zu stehen. Als nächstes brauchen wir dann einmal Trichter, die setzen wir beide hier hinten ran und umranden damit einmal unseren Notenblock. Wie ihr das macht, ist relativ egal. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass diese vier Trichter an diese Truhenseite connecten und diese vier Trichter eben an diese Seite. Dann brauchen wir jetzt unsere zwei Allays, die setzen wir einmal hier hin und geben den jetzt beiden einmal hier einen Tintensack in die Hand. Fertig ist das Ganze aber noch nicht, denn wir brauchen jetzt noch einen AFK-Punkt. Den können wir von hier vorne aus bauen, von diesem Punkt. Ist relativ mittig zu dem Ganzen und jetzt nehmen wir einfach Scaffoldings und bauen uns auf Höhe 183 hoch. Angekommen auf Höhe 183 können wir jetzt hier ein bisschen AFK stehen und müssen einfach nur warten, bis sich hier unten dann einige Tintenfische geopfert haben für unsere Zwecke. Was ihr bei der AFK-Plattform hier noch tun könntet, wäre, dass ihr hier einmal das Ganze umrandet mit Glas oder sowas und euch hier einen kleinen AFK-Raum baut, dass wenn ihr hier länger AFK steht, dann auch keine Phantome hier rumnerven. Deswegen könntet ihr zum Beispiel hier einfach einen 3x3 Würfel bauen, damit ihr hier eure Ruhe habt. Könnte zum Beispiel so aussehen, oder wenn ihr schon eine Elytra habt, dann könnt ihr auch einfach hier diese Seitenwände weglassen. Dann habt ihr einfach nur den Deckel hier, damit ihr Blöcke über dem Kopf habt und keine Phantome spawnen können. Dann könnt ihr einfach immer entspannt vom Land aus mit einer Elytra hier hochfliegen. Und ihr seht, in der kurzen Zeit, die ich jetzt oben war, sind hier schon die ein oder anderen Tintenfische gespawnt. Und vielleicht, wenn wir in die Truhe schauen, ja, haben wir schon ein paar Inksacks drin. Ihr müsst wissen, die Allays sammeln so lange Items ein, bis sie die maximale Anzahl davon haben. Was ihr auf jeden Fall beachten solltet, ihr seht schon, was passieren kann. Die Allays können durch Magmablöcke aufgehalten werden, deswegen, wenn ihr hier unten Magmablöcke seht, solltet ihr die eventuell auch entfernen, damit die Allays nicht unter Wasser gezogen werden. Ihr seht auch, die Allays sammeln so lange die Items ein, bis sie auch drin landen hier im System. Das heißt, wenn die mal daneben werfen oder hier was auf dem Notenblock liegen bleibt, keine Sorge, die Allays kümmern sich darum. Hier links blende ich euch jetzt einmal ein, wie man einen Unterwassertempel findet. Gerne draufklicken und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao Leute.